Okay, mal schauen. Ja, Gerüchte von dir gehört. Aber ich hatte nicht erwartet, dass du so weit kommst. Ich gebe zu, dass mich deine mutige Entschlossenheit beeindruckt. Diese Einstellung, niemals zu kapitulieren, hat dich weit gebracht. Und das solltest du niemals vergessen. Andererseits werde ich dir zeigen, dass manchmal besser ist aufzugeben. Man erspart sich so aussichtslose Situationen. Okay, das wird anstrengend. Ja, es wird sehr anstrengend. Zu früh. Halt sich und dann hätte es ruhig niedriger sein können. Andere hat zum Glück nur 8, also 7, egal, wie man zählen möchte. Habe ich irgendwas, was mir dabei hilft, zu stoppen? Kannst du suchen mit Geist? Okay. Mit Geist funktioniert es. Hallo, Lowok. Was ich das ist geboten. Die heftigen Tritte von Lowok erzeugen sogar Flammen. Tutok greift mit einem Strahl aus seinen Wasserdüsen an, den es Macht ausstößt. So aber jetzt, so hat. Das Wohl der Pokémon. Pokémon sind nur Werkzeuge. Sie sind für unseren Nutzen frei verwendbar. Er scheint, als hätte der Boss sein Experiment beendet. Wieso geht es hier nicht und zieht nach? Wie mächtig der Pokémon tatsächlich ist. Natürlich. Und auf zum Boss. Wir werden uns zur Spitze des Turms Tempels führen. Wir haben Gunther, den Boss der Power Rock Bande, endlich in die Enge getrieben. Toll, bist du bereit? Ja, mehr oder weniger. Los geht's. Der Anblick dieser legendären Pokémon scheint dich zu verblüffen. Du bist faul, nicht wahr? Entschuldige, dass ich die Einladung nicht rechtzeitig versendet habe. Aber jetzt dürft mir gern mal meinen Mann Vorstellung zusehen. Willkommen, junge Ranger. Willkommen zur größten Vorstellung meines Lebens. Werkzeuge, die
Leistung, die besten Plätze sind für euch reserviert. Seht euch diese Maschine gut an. Ich habe den ultimativen Fangkommen für diese glorreichen Momente entwickelt. Nicht einmal Hastings hätte einen solch mächtigen Fangkommen erfinden können. Sobald ich auf diesen Fangkommen Melodie spiele, werden die Schwingungen für einen Willen jedes Pokémons brechen. Und damit wird mir jedes Pokémon gehorchen und genau das tun, was ich ihm verlange. Ein Pokémon kann meinen Fangkommen standhalten. Nicht mal die legendären Pokémon, die als unfangbar gelten. Ich werde meinen Fangkommen dazu verwenden, die drei legendären Pokémon zu kontrollieren, damit sie ihre Wut über Fiore ergießen. Sie werden Regen, Gewitter und Feuerstürme darauf beschwören. Und wenn diese Katastrophe über Fiore hereinbricht, werden nicht die Ranger eine Halt gebieten. Wir, die Power Rock Bande, werden das übernehmen, indem wir die Fähigkeiten der Pokémon verwenden. Und wir werden uns die Menschen von Fiore nach dieser großen Rettung bezeichnen. Als Helden natürlich. In dieser neuen Ära wird Aurok Bande die Ranger ersetzen. Als Helden werden wir die Weltordnung dieser Ära festlegen. Ihr dürft diesen großen Moment der Aurok Bande beiwohnen. Genießt die Vorstellung. Das ist abscheulich. Wie können sie nur so grausam sein? Was hat sie nur so fehlgeleitet? Pokémon ihres freien Willens berauben. Das hat mit Fangen nichts zu tun. Sie wählen die Pokémon, bis sie ihnen gehorchen. Das ist pure hässliche Gewalt. Die jungen Ranger. Bist du lebhaft und angriffslustig? Wieso bezeichnet ihr mich? Siehst ihr mich, dass ich Pokémon quäle? Glaubt ihr euer Blussel und Minun leiden, nachdem ich sie gefangen habe? Wobei es nur Zeitverschwendung wäre, wertlos Pokémon zu fangen. Also, lassen wir das. Sowohl Schlüssel als auch Minum sind nicht wertlos. Die sind süß, das muss ich euch lassen. Da bin ich genug davon. Zurück zu meiner Vorstellung. Zuerst 3Q. Kennt deine Vorstellung, zeig ihnen deine Kraft. Ich will den Himmel überführen mit Blitzen. Maiko, leider schrecklich. Saul, kannst du nichts tun? Nein. Ja, eigentlich nicht. Nichts Wirksames, sagen wir so rum. Ich muss gerade eine Strategie über den. Ja. Na, halt alles nichts bringen. Interessant, dass da gerade kein Fangziel kam. Ja, das wird halt wieder sehr unfangbar, das Pokémon. Das mit Blussels Hilfe. Ja, noch verwenden. Ja, ich verwende es jetzt einfach.
Okay. Das hilft mir auch rein gar nicht. Okay. Wir brauchen wieder einen Boden-Pokémon. Und Feuer-Pokémon. Was könnten wir noch brauchen? Raichu. Mal schauen, ob Flamara wieder in der Höhle ist. Ich kann es auch mit Gänge versuchen. Das wird halt auch klappen. Ja, Flamara ist wieder hier. Flamara war jetzt nicht so schwer zu fangen. Ja, stimmt, hat sich ja Eis verwendet. Okay. Ah, wird schwierig. Also ich bin am Ende 4 und so müsste 5 und Turn wieder fangen. Da wir kein Wasser-Pokémon bekommen. Ja, müssen wir für noch Tröde fangen. Hier nichts. Der Gänger wird uns auch nicht helfen. Flamara brauchen wir auf jeden Fall. Genannt war es eh einfach zu fangen zum Glück. Ich weiß halt nicht, wie sehr uns Boden wirklich helfen wird. Ich denke, können wir ja nicht verwenden. Oder ich habe keine Ahnung, wie Gestein funktioniert. So. Gestein wahrscheinlich sogar besser als Boden. Ist falsch. Pokestärke, Pokestärke, Stein. Nee. Interessantes Stück. Macht er gegen Elektro? Interessant. Egal. Holen wir uns einen Boden-Pokémon. Hier ein paar Don-Farms.
Wir nehmen jetzt auch Minum auf, wenn wir ein paar Pokémon fangen. Ist ja falsch. Sprung. Nochmal bringen wir in dem Fall nicht. Ich könnte es versuchen mit Kampf-Pokestack gegen Raikou. Das wäre noch eine Option. Graskief auf keinen Fall. Problem ist halt, dass die ganze Zeit Blitz von oben regnen lässt. Schon mal schnell. Sein Junge, ja, ein bisschen was verloren. Das reicht schon auch wieder. Ja, sollte eigentlich passen. So. Da mir quasi nichts Besseres einfällt. Ich versuche es halt nochmal. Halt die ganze anhören.